Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed Rogue. Ja, wir müssen da runter. Also unsere nächste Mission. Am besten ohne, dass man sich die Haxen brechen. Na, gerade sagen wir es noch. So, Freunde, ich bin da, kann losgehen. Wohin? Wo uns die Templer-Sache hinführt. Liam, seit wann segelt ihr ohne einen Plan? Plan oder nicht, wir wählen unser Schlachtfeld selbst. Und hey, sind wir nicht auf See zu Hause? Recht habt ihr. Setzen wir Segel. Okay. Moment. Kann ich dann in die Karte aufrufen? Natürlich hinten. Das heißt, wir müssen da komplett rumsegeln. Und da ist natürlich auch noch was. Das kann man markieren, das ist sehr schön. Da ist Feind, da wäre auch noch was. Okay, ciao. Wir haben nur eine Spur, Shay. Hoffentlich führt sie uns zu den Artefakten. Also betreute Achilles euch mit der Mission? Nein, ich soll euch damit betrauen. Ihr müsst finden, was Makondal gestohlen wurde, Shay. Findet die Vorläuferschatulle und das Manuskript. Das ist eure Mission. Und die eure? Euch zu schützen. Das ist ein Schutz. Vertraut mir nicht richtig, oder? Gebt ihm Zeit, Shay. Tut dies für ihn. Für uns. Und ihr gewinnt viel mehr als Vertrauen. Liam, wisst ihr, was Achilles da schreibt? Er ist die ganze Zeit in seinem Büro, über seinen Papieren. Kann ich da... Er macht Notizen und schreibt, studiert das wenige Wissen über die Edensplitter. Und korrespondiert natürlich mit Assassinen rund um die Welt. Dürfte die Schiffe jetzt ab oder was? Oder wie, los? Captain Kornick ist am Steuer! Natürlich! Nein! Ihr seid ein rechter Einfallspinsel, wenn ihr annehmt, jeder wisse dasselbe, was auch ihr wisst. Was soll ich machen, wenn Achilles will, dass ich mit unseren Brüdern in Europa und anderswo vertraut bin? Worte des Lieblingssohns. Connor ist dein liebster und einziger Sohn. Ach, ihr macht das schon, oder? Ach, die docken hier automatisch an. Kann es sein? Ja. Weg da! Mit dem Land! Muss bronzen! Aussichtspunkte, Sammelobjekte, Truhe. Und sogar ein Boot haben wir hier. Zurück zum Schiff, aha, alles klar. Schauen sich doch hier mal um. Aussichtspunkte haben wir noch auch. Wo sind der? Das da oben. Ich hab das Loch nicht gesehen. Blöde Frage, ist das hier feindlich? Ja komm, gleich wird's dunkel. You can- okay, next. Oh, jetzt kommst du da zu weit. Schau, der blöd. Und ich sag, du sollst blöd schauen oder was? So. Gibt's da was zu plündern? Ein Trüchen. Und was ist das da? Kugeln voll. Okay, da krieg ich bloß Kugeln. Was soll es da hinten sein? Unser Segelschiff oder? Eine Truhe.
Aber da ist doch noch was, oder? Ich hör's auch. Ist da oben vermutlich, ne? Mal irgendwie hoch. Baum vielleicht? Nee. Da ist was. Das war ein eleganter Sprung, das muss ich schon mal sagen. Ein Fragment. Okay. Das sind aber Feinde. Gott sei Dank sind die wegen blöd. Oder doch nicht. Warte mal, ich hänge da. Sorry. Kannst du mal runterkommen? Stop, you! You! Stop! We will not quit, Dave! Okay. Intelligenz gleich 0. Muss ich mal hier rausfinden, was man hier so alles treiben kann. Da ist ja nur noch was. Dann kann ich da oben. Was ist denn das? Ist der kalt oder was? Double Kill! Da läuft doch irgendwie was. Kann ich dich häuten? Knochen, Biberfell. Und da läuft noch ein Biber. Tja. Hier gibt es jetzt ein paar Biber weniger. Da oben ist der Aussichtspunkt. Was? Ich kann da nicht drauf. Was macht er denn jetzt? Und so eine Truhe irgendwo sein? Genau. Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Ich frage mal für den Blöden. Oder haben wir noch was? Okay. Aber da muss ja doch noch Truhe oder irgendwas, da ist doch noch ein Fragment. Ich weiß noch nicht, was das mir bringt, aber wir werden sehen. Wo springst du hin? Das ist bestimmt ein Schnellreisepunkt. Und da unten ist doch noch Orden, oder was das da sein soll. Ja.
Ein Hirsch gibt's hier auch. Mal gucken, sehen. Die Frage ist, ist da oben oder was oder wie? Verstehe ich nicht so ganz. In der Theorie? Na, hör doch mal auf. Muss er doch eigentlich hier sein, oder? Was ist denn das hier? Ach, ein Brief ist das. Und wie kriege ich jetzt raus, ob hier alles weg ist? Okay, Schnellreise. Das sagt man es nicht, ne? Der kennt ihr, warte mal. Ja, okay, das ist klar. Was ist denn das hier? Ich hätte gern gewusst, ob hier... Oh, ist bloß eine Bibel da? Das soll wahrscheinlich ein Todessprung sein oder sowas. Also ich glaube, wir haben hier alles. Also richtig verifizieren kann ich es auch nicht. Und wir sind, glaube ich, falsch gelaufen. Du hast die alle umgebracht. Da ist ein Boot, genau. Das nehmen wir mal. Connor mag das Haus erben. Ah, okay. Ihr werdet Mentor. Abwarten. Was immer ihr sagt, Prinzregent der Assassinen. Nennt mich noch einmal so und ich werfe euch ins Meer. Da ist aber böses Mojo hier, oder? Oh, ich muss da rein. Oder ich gehe mal da rüber. Was ist denn da? Da ist der Arbeiter-Aussichtspunkt. Ist doch immer gut, wenn man hier mal... überprüft. Kann ich feuern? Sicher, Captain. Schiffe der Royal Navy, Sir. Nur ein Schiff, Captain. Der Regulator. Nein! Dieses Schiff ist verdammt daneben! Ja, das weiß ich auch. Bereit hier! Dabei wollte ich hier bloß andocken. Kann das sein, dass ich die hier sprechen machen muss? Ich kann ja den Rücken schießen, ne? Was für Minen? Minen voraus! Minen Feuer! Erwarten Sie Feuer! Nach Schoner! Die Farben Englands! Die sind nicht allein, Sir! Vorsicht, Che! Ja? Alles klar. Und da sind wir schon weg. Ich glaube, ich sollte hier erst einmal ein bisschen... Was ist das Ding? Ja, ich weiß. Wie kann ich... Wo gibt's denn hier einen Rückwärtsgang? Scheiße, ich verwechsel immer Schießen irgendwie mit Ding, weil das Schießen eigentlich auf die gleiche Taste gelegt ist wie
Das Rennen? Schon wieder. Wir haben nur eine Spur, Shay. Hoffentlich führt sie uns zu den Artefakten. Also betreute Achilles euch mit der Mission. Hä? Nee, darüber. Jetzt habe ich gedacht, das Ding ist weg. Nein, ich soll euch damit betrauen. Ihr müsst finden, dass Makondal gestohlen wurde, Shay. Da findet will die Vorläuferschatulle und das Manuskript. Das ist eure Mission. Und die eure? Euch zu schützen. Achilles vertraut mir nicht richtig, oder? Gebt ihm Zeit, Shay. Tut dies für ihn. Für uns. Ihr gewinnt viel mehr als... Kann ich jetzt da andocken, oder was ist denn da? Wisst ihr, was Achilles da schreibt? Er ist die ganze Zeit in seinem Büro, über seinen Papieren. Er macht Notizen und schreibt, studiert das wenige Wissen über die Gegensplitter. Und ich glaube, was am Sack, ne? Mit Assassinen rund um die Welt. Natürlich. Liam, ihr seid ein rechter Einfallspinsel, wenn ihr annehmt, jeder wisse dasselbe, was auch ihr wisst. Was soll ich machen, wenn Achilles will, dass ich mit unseren Brüdern in Europa und anderswo vertraut bin? Orte des Lieblingssohns. Connor ist sein Liebster. Oh, dieser Krusen für vier. Dann Achilles Erbe. Connor mag das Haus erben. Ich hab doch... Ihr werdet Mentor. Ich kann ihn in... Ah, nachwarten. Ja, und? Gibt's Geänder oder gibt's kein Geänder? Welches Schiff? Okay. Ich weiß nicht, kann ich da schon rüber? Doch auch rüber. Ich will auch. Okay. Reparieren. Eine Ruhe um den Weg. Um uns herum sind tausende von denen. Anderen Schiffe vor die Feindlichen? Ich habe nur eine Spur, Shay. Hoffentlich führt sie uns zu den Artefakten. Also betreute Achilles euch mit der Mission? Nein, ich soll euch damit betrauen. Ihr müsst finden, dass Makondal gestohlen wurde, Shay. Findet die Vorläuferschatulle und das Manuskript. Uns, ja. Das ist eure Mission. Und die eure? Euch zu schützen. Achilles vertraut mir nicht richtig, oder? Gebt ihm Zeit, Shay. Tut dies für ihn. Für uns. Wir gewinnen viel mehr als Vertrauen. Liam, wisst ihr, was Achilles da schreibt? Er ist die ganze Zeit in seinem Büro, über seinen Papieren. Er macht Notizen und schreibt, studiert das wenige Wissen über die Edensplitter. Und korrespondiert natürlich mit Assassinen rund um die Welt. Ich kann da natürlich nicht andocken, weil die dauernd auf mich schießen und das ist ein fettes Kriegsschiff. Wenn ihr annehmt, jeder wisse dasselbe, was auch ihr wisst. Was soll ich machen, wenn Achilles will, dass ich mit unseren Brüdern in Europa und anderswo vertraut bin? Worte des Lieblingssohns. Connor ist sein liebster und einziger Sohn. Dann Achilles Erbe. Connor mag das Haus erben. Ihr werdet Mentor. Abwarten. Was immer ihr sagt, Prinzregent der Assassinen. Nennt mich noch einmal so und ich werfe euch ins Meer. Okay. Mal schauen, ob wir hier was machen, genau. As we were fishing off Haysboro Line, shoot. Da kann ich doch, glaube ich, irgendwie anlegen, oder? Bitte mal. Anker!
So, pack mal rückwärts ein hier. Muss ich jetzt da wirklich rüberschwimmen? Was? Wie sind das alles Feinde hier oder was? Vertraut mir, diese Hummer sind in Frankreich eisbegehrt. Ah, der Bauernlümmel ist endlich zurück. Wurde auch Zeit. Wir haben eine Spur zu diesem Manuskript. Ihr werdet es nicht lesen können. Das kann niemand einfach so, Dummkopf. Deshalb brauchen die Templer ja so lange damit. Aber einer von uns hat ihre Arbeit gesehen. Ein Pirat? Ein Spion im Dienst der Piraten. Wir segeln nach Anticosti. Das wird ein guter Test für diese schwimmende Müllhalde sein, die ihr Schiff nennt. Mist. Na, gerade mein Schiff vielleicht. Wie verlässlich sind die Piraten? Ich betrachte sie als Brüder, Shay. Wenn die Zeit kommt, leisten sie Hilfe im Kampf gegen die Templer. Okay, wo muss man hin? Da rein. Herrschen die Templer wirklich über die Kolonien? Nicht ganz, aber ihr Einfluss reicht sehr, sehr weit. Und der Spion, den wir treffen? Keine Sorge, wir werden ihn passieren. Das ist der Bruder Schachter geben. Zufällig hat er Freunde in der französischen und englischen Flotte und ist über die Geschehnisse in dieser Gegend besser unterrichtet, als ihr je erhoffen könnt. Nun, Liam, was könnt ihr mir zu Adewale sagen? Ihr bewundert den Mann offenkundig. Ei. Ich hatte die Ehre, mit ihm zu arbeiten. Ich kenne keinen, der mehr für unsere Sache getan hat. Doch das ist nicht alles. Adewale war bereits eine Legende, bevor er zur Bruderschaft kam. Er war Pirat, die Plage der Karibik. Auf Augenhöhe mit Männern wie Blackbeard, Woods Rogers und Caligo Jack Rackham. Caligo wer? Oh, lest ein Buch, bitte. Ich mag keine Bücher. Das Fernrohr ist das wichtigste Hilfsmittel auf See. Blicken Sie auf ein Schiff zu sehen, wie stark es ist und welche Fracht es geladen hat. Aha, wie? Ah, okay. Kann nicht mehr weit sein, Captain. Kanonenbruder, Stufe 1. Ein englisches Schiff! Steckt wohl in Schwierigkeiten. Das trifft sich gut. Vielleicht sollten wir ihm bei der Reise zum Grund behilflich sein. Lasst uns nicht übereilen. Vielleicht wird es ja gut geladen. Werft doch einen Blick durch das Fernrohr. Seht, seht. Hübscher Anblick. Ich sage, das ist ein guter Tag, König Georges Taschen zu leeren. Okay, ja, das wissen wir schon, mein Ende. Ein paar Schüsse versenken Sie lahmlegen. Zeigen Sie es, die Taschen geht mit Mann und Maus runter. Die Beute und ist unsere Beute. Für die Morgen. Wir können sie kapern und plündern, bevor die Crew weiß, was los ist. Du guckst. Du guckst da. Und lad nach. Er braucht so langsam Nachladen hier. Das Meer von hier bis Anticosti ist rau, Captain. Wir müssen die Morrigan verstärken, bevor es weitergeht. In der Nähe gibt es einen Hafenmeister. Bei ihm können wir kaufen, was wir brauchen. Gut. Ich wusste gar nichts von einer Bruderschaft auf Haiti.
Ja. François Macondal ist ihr Mentor. Er rekrutiert viele Assassinen von den Maroons. Ich will das Zeug da haben. Das sind entflohene Sklaven und ihre Kinder, richtig? Genau. Welch Schande, Shay. Sie entkamen einem harten Los, nur um beim Erdbeben zu sterben. Aber Haiti ist doch französisch, nicht? Ah, ist es. Und hier helfen die Assassinen König Ludwig. Aber auf Haiti halten die Franzosen die Sklaven, welche die Assassinen befreien. Unser Kampf übersteigt. Ich muss mal den Zeiger hier wegmachen. Geht das? Ja. Da müssen wir rum. Okay, alles klar. Politische Grenzen, Shay. Antikosti ist nicht mehr fern. Haltet uns auf Kurs, Captain. Gut abdichten, sonst leckt sie! Das ist per se, Shay. Es leckt. Keine Fischer drauf. Das der Ort. Nicht als Fischer und Netze. Alles klar, das sind Zivilisten. Das musst du jetzt nicht. Entschuldigung. Aber für unsere Zwecke wird es reichen. Zuerst fischten Franzosen hier, aber König George beansprucht Jahr für Jahr mehr. Die Bewohner stecken mittendrin. Aha, Fortschritt benötigt was? Wie kann man sich das eigentlich anschauen? Das ist immer so schnell weg. Nee, ich will keine Markierung. Das kann man sich nicht anschauen, oder was? Oh, ups. Ja, das geht doch. Kanonen und Rumpf aufrüsten. Schiffsverbesserung. Ja, das machen wir doch gleich einmal. Was bedrückt euch, Captain? Verbesserungen, Rumpfpanzerung, ja, das klingt doch schon mal ganz gut. Das kostet... Machen wir doch mal. Ja, das machen wir auch. Bugkanonen, oh, zu teuer, zu teuer. Mörser. Kann ich bloß nicht. Das muss man schon mal freischalten. So ein Scheiß. Das hätte man leisten können. Rambock-Verbesserung kann man nicht freischalten. Das war's hier, oder was? Ich muss erst... Ach Gott. Außerdem kann ich auch nicht verändern. Verkaufen, was gibt's denn da? Fracht verkaufen. Tabak. Okay, wir haben ja Jagdbeute. Was haben wir denn hier? Knochen. Ich weiß eben nicht, aber die... Ob ich das brauche? Das machen wir erstmal auf Messi und dann später können wir immer noch das Zeug verkaufen. Vielen Dank für euer Vertrauen, Captain. Warum sind hier immer so böse Leute? Wenn ich hier ein bisschen rumschauen will. Das hat jemand auf der Karte. Ist oben oder was? Ne? Ja, der ist da. Was Wohlstand? Ist aber kein Sperrgebiet, ne? Das heißt, sind bloß Wachen, oder? Ich bin neugierig, was ist im Brunnen? Wasser, okay. Ich hätte gesagt, wir schauen sich hier mal vorsichtig um. Geißel befreien, ohne entdeckt zu werden. Ich sehe die Geißeln da nochmal. Da oben ist ein Blatt. Ein Notenblatt vermutlich. Ich würde gerne, dass er sich meine Mutation à Saint-Domingue. Nichts verstehen. Pourquoi diantre veux-tu aller là-bas? Da gibt's ein Money. Ça
Da gibt's auch was. Da gibt's ein Trüchen. Irgendwie müssen wir an unserer Kohle kommen. Und da ist irgendwo... Mich da hoch. Ach, da stört niemanden da, was du da treibst. Ob du da rumkletterst, ob du irgendjemanden auf den Kopf kackst. Aber wie, du bringst dann um. Da muss ich gar nicht hoch. Ist doch hier, oder? Ach nee, da raus. Das ist auf jeden Fall ein Schnellreisepunkt. Und irgendwie ist doch hier auch was. Ein Tor oder sowas. Ne, ach so, nee, warte mal. Das Siedlungszeichen. Okay, alles klar. Bisschen was ist hier noch gespart. Und hier haben wir natürlich auch noch was. Ich hoffe bloß, wir machen jetzt noch keinen Stress. Sehe ich auch gerade was. Wohlstand. Okay. Ist das die Geißel? Ich verdanke euch so viel. Danke. Cool. Da ist irgendwo Truhe. Die drin, weil die dunkel ist. Nee. Oder? Hey, soll denn das sein? Okay, da haben wir was. Ich habe keine Ahnung, für was das ist, alles gut ist. Aber die wir haben und nicht brauchen, als brauchen wir nicht haben. Und da gibt es noch Schnaps, aber da ist der Laden zu. Ich suche eigentlich hier. Da vorne ist eine Kiste. Und da ist auch noch was. Achso, das sind die Verbesserungen, die man mal kaufen konnte, oder? Was darf es denn heute sein? Okay, ist das gleiche. Da muss ich erst einmal in der Geschichte bei der Frau kommen. Vielleicht später. Dann würde ich mal sagen, die Kohle. Das ist aber die falsche Seite hier irgendwie. Die nehmen wir noch mit. Cette vie de pionnier est rude, mais je l'aime. Ja, du mich auch.
Laufen noch richtig, oder? Mhm. Ja, du sollst nicht auf die Kiste kacken, du sollst noch die Kiste aufmachen. Gut, dann würde ich mal sagen, zurück zum Schiffchen. Bien sûr, le chasseur erwartet uns. Ja, ja, ja. Das Meer von hier bis Anticosti ist drauf. Aber die Morrigan scheint es zu schaffen. Die falsche Tasten. Das ist immer das Problem, wenn man Steuerungen von irgendeinem anderen Spiel gewohnt ist. Ja, schon ein bisschen hin, oder? Oh, das heißt, wir sind böse Gewässer. Da müssen wir hin. Das sind Freunde, das sind Feinde. Schiff ahoi! Da kommen die Fischer von Per se. Achtung, Schiff! Feindschiffe! Sie versenken die Fischerboote! Ich glaube, die Fischerboote wären in ihren Gewässern. Feindlinge müssen zahlen. Und was ist mit denen? Sie versperren uns den Weg nach Anticosti. Oh, Scheiße. Was sagt ihr? Sollen wir alle versenken? Diesmal stimme ich mit euch überein, Shay. Wunder gibt's immer wieder. Captain, ein Kanonenboot! Royal Navy! Erwarten Befehle! Feuer! Los, die Kloppen, Sir! Feuer! Bereit zu... Macht euch bereit! Kann ich das ändern oder so? Lauf nicht auf ihre Minen, Shay! Was für Minen? Nein, komm, dreh. Ach, die Dinger da. Ich muss mal kurz drehen hier. Feuer! Drehen doch, drehen doch! Feuer! Genau, das falsche getroffen. Feuer! Was? Was? Ha! Der ist gegen die Wand gefahren. Nein, ich hab's noch gesehen. Anticosti entfernt. Wird euer Freund der Spion auf uns warten? Ja, ich hoffe, Le Chasseur hat mehr Informationen über das Manuskript. Da sind noch Männer im Wasser. Hat er schon alles für uns herausgefunden. Und ich bin der Kaiser von Rom. Ave Caesar. Und natürlich können wir das Zeug hier noch blenden. Freier Himmel. Ein Mann auf dem Meer ist so frei, wie ein Mann nur sein kann. Okay. Meint ihr nicht auch, Liam? Wir sind aus wichtigem Grund hier, Shay. Denkt an die Pflicht. Was bringt einem die Freiheit, wenn man nicht durchatmen und sie genießen kann? Die Templer kleben wie Pech an diesem Kontinent. Ich fühle mich erst frei, wenn sie verschwunden sind. Wir sollten lieber wie Männer mit ihnen reden. Ich wollte Gas geben. Umzuschleichen. Und würdet ihr lächeln und freundlich grüßen mit ihrem Stiefel im Genick? Natürlich nicht. Das sind mörderische Bastarde, die Welt und alles darin beherrschen wollen. Vergesst das nie. Und wir haben natürlich nichts mit ihnen gemein. Was ist hier? Ist das ein brennendes Schiff oder was? Oder wie? Vor uns, Kassi! Ein raues Schiffchen, Captain! Ich weiß nicht, kann man das plündern oder was ist damit? Wir werden auf Sie treffen, Sir! Feuer! Haltet euch fest! Und sie ist weg. Okay, da ist es. Anticosti. Le Chasseur wird dort sein. Und mit etwas Glück weiß er, wo das Manuskript ist. Easy. Treff die Topf- und Rahmsegel. Leg dort an, Captain. Wir sind auf Anticosti angekommen. Natürlich. Könnt ihr das mal ein bisschen näher, oder... Was ist denn hier los? Muss ich jetzt wieder oder lieber schon mal raus? Meine Güte. Salzwasser!
Kalt. Ja. Und so blöd zum Laufen. Ja. Zwei Drohnen, sechs Sammelobjekte, Aussichtspunkte. Genauso Übersicht möchte ich gerne haben. Aber ich sehe es immer nicht irgendwie. Entschuldigung. So, was gibt's hier? Da gibt's eine Glocke. Eine Glocke? Oh, Entschuldigung. Ach so. Kann man nicht erlauben. Was ist denn jetzt? Ich nix gemacht. Nein, nein. Ist doch keine Zone hier, oder? Ich mein. Oh, was haben wir denn? Da liegt doch was, oder? Was wollen die auf einmal von mir? Jetzt wollte ich doch schon runterspringen. Herr Spion, ich komme schon. Seht euch das an. Ich habe mir diese Pläne von einem Schiff der Royal Navy ausgeborgt. Etwas derartiges habe ich noch nie gesehen. Gut. Wir könnten stärkere Waffen gebrauchen. Le Chasseur, darf ich euch vorstellen, unser Partner, Sheikh Cormac. Gentlemen, ich habe Neuigkeiten. Auf eben jenem Schiff habe ich das gesuchte Manuskript gesehen. Es war in einer exotischen Sprache verfasst, die ich nicht kenne, mit vielen Zeichnungen, Pflanzen und Tieren, sowie in einem Opiumrausch. Gab es keine Karte, keine Pläne? Nein. Vielleicht war da eine Art Code, aber weder ich noch die Rosebeefs haben ihn gefunden. Wo ist das Manuskript jetzt? Der Mann, der es brachte, sagte, ein gewisser Washington schicke ihn. Den Namen kenne ich. Er ist ein wichtiger Templer, nicht wahr? Ist er. Lawrence Washington hat große Ziele, bei denen ihm die Templer helfen. Shay. Wir werden ihn suchen. Euch, Sir, gilt unser Dank. Mission abgeschlossen. Dame, König, Asch, Spion. Und ich würde mal sagen, wir machen in der nächsten Folge dann weiter. Dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.